nur die Verzögerung, Captain. Wir warten, Sir. Warten worauf? Auf den Soldaten Doss. Wer zum Teufel ist Soldat Doss? Ich habe immer davon geträumt, Arzt zu werden, aber ich konnte nicht auf zur Schule. Ich kann nicht hierbleiben, während alle anderen für mich kämpfen. Dachtest du, dieser Krieg passt so ohne weiteres zu deinen Idealen? Während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. So werde ich unserem Land dienen. Das ist ein Geschenk der Regierung der Vereinigten Staaten. Gebaut, um dem Feind den Tod zu bringen. Es tut mir leid, Sergeant. Ich rühre keine Waffe an. Sie töten nicht. Nein, Sir. Im Krieg wird getötet, das wissen Sie. Soldat Doss glaubt nicht an Gewalt. Er ist also nicht der Kamerad, der Sie auf dem Schlachtfeld retten wird. Dein Thema ist nicht Religion, sondern Feigheit. Ich habe mich in dich verliebt, weil du anders als alle anderen bist. Die können dich dafür ins Gefängnis sperren. Wie soll ich weiterleben, wenn ich dem, woran ich glaube, nicht treu bleibe? In einer Welt, die so sehr auseinanderbricht. Erscheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenhalten zu wollen, nicht so schlecht zu sein. Soldat Doss, Ihnen wird das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe bei sich zu tragen. Ich schaff dich hier raus, Mann! Das müssen Sie sich ansehen. Wer hat das getan? Doss, der Feigling. Wir müssen morgen wieder darauf. Und ohne Sie werden die Männer das wohl nicht tun. Hilf mir! Du musst mir vertrauen! Wehe, du kommst nicht zu mir zurück. Bitte, oh Herr, hilf mir noch einen zu retten. Hilf mir noch einen zu retten. In uns tobt ein Sturm. Ein Brennen. Ein Verlangen. Der Wille, mehr zu geben, als überhaupt vorstellbar ist. Alle herhören. Red Wings hat das Go. Das ist die Zielperson, ein führender Taliban. Er hat letzte Woche 20 Marines getötet. 20. Wir gehen mit einem 4-Mann-Team rein. Axelson, ich, Deeds, Maris. Sind die Jungs bereit? Haben Stellung bezogen. Alles gut. Das sind mehr als nur 10. Das ist eine Armee. Die Operation ist gefährdet. Hier ist Spartan Zero One. Danny, funktioniert das Funkgerät? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir lassen sie laufen und sehen weiter. Dann läuft er sofort da runter und wir haben 200 von denen im Nacken. Zweitens, wir eliminieren die Gefährdung. Wir können doch keine Kinder umbringen. Wir lassen sie frei und gehen nach Hause. Haben wir das Richtige getan? Spartan Zero One, Funkcheck, hören Sie uns? Danny, ich habe hier keinen Empfang. Hast du was? Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Ich glaube, es gibt gleich ein heftiges Feuerwerk. Und los geht's. Den besten Schützen der 9. Armee auf diesem Sitz. Jetzt habe ich dich. Erst habe ich Deutsche in Afrika getötet. Jetzt töte ich Deutsche in Deutschland. Ich habe meiner Truppe vor langer Zeit versprochen, ich lasse sie nicht sterben. Warum bist du hier? Er tötet dich
oder du tötest ihn. Du musst deine Pflicht erfüllen. Ich kann das nicht! Doch, du kannst. Was da abgelaufen ist, ist Alltag. Häng dein Herz an niemanden. Siehst du das da? Das ist deine Herzlinie. Auf dich wartet eine große Liebe im Leben. Sichern Sie die Kreuzung. Wenn Sie die Truppen nicht aufhalten, sind wir alle am Arsch. Sie sind alles, was wir haben. Keine Besatzung ist so lange zusammen wie wir. Das liegt nur an ihm. Ihr wisst, was uns erwartet. Sie kommen! Wie viele? Es sind 300. Der Panzer ist hin. Wir sind noch nie weggelaufen. Warum dann jetzt? Ich halte diese Kreuzung. Was soll das? Das ist mein Zuhause. Ich bleibe bei Ihnen. Halt sie, nein! Feuer! Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Noch kämpfen wir! Noch kämpfen wir! Vorwärts! Ich will Sie mal was fragen, Chris. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass die Navy Ihnen etwas über 160 tödliche Treffer anrechnet? Denken Sie manchmal, dass Sie dort Dinge gesehen oder getan haben, die Sie lieber rückgängig machen würden? Oh, so bin ich nicht, nein. Wie sind Sie nicht? So stolz auf dich. Und du bist so ein toller Vater. Also keine Sorge darüber, was passieren könnte. Ich bin bereit, für meinen Schöpfer zu treten und mich für jeden Schuss zu verantworten. Gib sie nicht auf. Ich bin in den Staaten. Du bist zu Hause? Was? Wo steckst du? Ich habe wohl etwas Zeit gebraucht. Das Einzige, was mich verfolgt, sind all die, die ich nicht retten konnte. Meine Tochter, sofort! Ich bin soweit. Oh mein Gott! Ich komme jetzt nach Hause. Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen Sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die Sie zuvor hierher gebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr werdet sie alle entschärfen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Meinst du? Nein, Herr Feldwebel! Das sind alles Idioten! Ein Haufen von deutschen Vollidioten! Ich hab eine! Scheiße. Stopp! Du hättest mir sagen müssen, dass es noch Kinder sind, Ebbe. Fängst du an, sie zu mögen? Wenn du alt genug bist, um in den Krieg zu ziehen, bist du auch alt genug, um Minen zu räumen. Boom!
Denkt daran, was sie getan haben. Lieber sie als wir. Wiederhole. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Ja. Es war ein kolossales militärisches Desaster. Wir werden bis zum Äußersten gehen. Wir werden uns niemals ergeben. Der Befehl ist ergangen. Wir müssen nach Dünkirchen. Klar bei Achterleine. Was machst du denn? Du weißt, wo wir hinfahren. In den Krieg, George. Ich werde nützlich sein, Sir. Einer von uns? Er ist hinter mir. Und ich hinter ihm. Das Schiff wird gleich auslaufen. Weiter nach unten. Hitler. Alles klar. Torpedo! Wir müssen uns mehr Schiffe schicken. Mit jeder Stunde stößt der Feind weiter vor. Sie setzen jetzt zivile Boote ein. Zivile Boote? Wir brauchen Zerstörer. Wo fahren wir hin? Dünkirchen. Ich gehe nicht zurück. Wir sterben, wenn wir dahin gehen. Ihr seid Wochenendsegler, nicht die verdammte Navy. Ihr solltet zu Hause sein! Es lässt sich nicht vermeiden, Junge. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Jetzt rennen! Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsstellen kämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Wir werden uns niemals ergeben. Wir werden uns niemals ergeben. Wo bleibt die verdammte Air Force? Blake, nimm dir einen Mann, pack dein Zeug. Ich hatte gehofft, heute wird ein guter Tag. Hoffnung ist ein gefährlich Ding. Sie haben einen Bruder im 2. Bataillon. Ja, Sir. Sie marschieren in eine Falle. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Sollten Sie scheitern, gibt es ein Massaker. Sprechen wir kurz darüber. Wozu? Hier geht es um mehr als nur um Befehle. Das ist die deutsche Frontlinie. Haltet euch fest! Wenn wir das nicht geschickt anstellen, kommt keiner bis zu deinem Bruder. Ich schon. Es gibt nur einen Weg, das zu beenden. Kämpfen bis zum letzten Mann. I'm going to see my father. Wir müssen weiter! Na los! Da können Sie nicht lang, Mann! Sie haben den Verstand verloren! Schaffen Sie es nicht rechtzeitig, verlieren wir 1600 Mann. Darunter Ihren Bruder. Viel Glück.
Operation Abilene war eine der blutigsten Blitzschlachten des gesamten Vietnamkrieges. Alle Mann runter! Fast wäre eine gesamte Kompanie ausgelöscht worden. Wir stehen unter Beschuss! Ich habe für ein Wunder gebetet. Und es kam. Sein Name war Pitts. Pitts hat ein Leben gerettet. Wir schlugen ihn vor für die Medal of Honor. Er hat sie aber nie erhalten. Verzögertes Recht ist verweigertes Recht. Die Medal of Honor ist die allerhöchste militärische Auszeichnung, die existiert. Wir brauchen eine vollständige Nachprüfung. Mr. Pitzenberger, Sir, ich komme vom Verteidigungsministerium. Ich möchte mit Ihnen über Ihren Sohn reden. Wollen Sie die wahre Geschichte hören, reden Sie mit den Stammsoldaten. Ich musste vorher auch nie so viele Männer verlieren. Pitz kam runter, rettete Leben von Männern, die er nicht einmal kannte. Klingt nach einem Selbstmord, Kommando. Selbstmord begeht man aus Hoffnungslosigkeit. Pitzenberger war heldenhaft. Ich habe ihm andauernd gesagt, dass er abhauen soll, aber er wollte einfach nicht. Er war da, um Leben zu retten, also tat er das. Wieso sind Sie hier? Weil Sie hier sind. Er hätte gar nicht dabei sein sollen, so wie wir alle. Was soll das heißen? Es war Eigenbeschuss. Wir schossen auf unsere Kameraden. Der Gefechtsbericht. Er fehlt. Wer hatte sich Operation Abilene überhaupt ausgedacht? In das Wespennest willst du nicht stechen. Wieso nicht? Aus der ursprünglichen Akte wurden wichtige Informationen entnommen. Du hast keine Ahnung, was du da anzettelst. Ich habe noch nie erlebt, dass du einfach aufgibst. In der Regel beurteilt man uns nach dem, was wir tun. Aber ich denke, das, was wir nicht tun, das verfolgt uns. Ich werde damit an die Öffentlichkeit gehen. Klingt recht riskant. Aber die Zuschauer werden es lieben. Verschaffen Sie Pitts diese Medaille und den Männern, die ich verloren habe. Dann könnte ich doch noch was Anständiges aus diesem Krieg ziehen. Pitzenbergers Vater. Er liegt im Sterben. Der eigene Tod ist leichter, als ein Kind zu verlieren. Tun Sie Ihr Bestes. Leute wie Pitzenberger tun das, was sie tun, nur für die anderen. Sie opfern ihr Leben. Ich muss das beenden. Gepriesen sei dieser junge Mann, der uns mit seiner Hingabe ehrt, um sicherzustellen, dass die Opfer der Gefallenen nicht umsonst waren.